Guten Morgen, Leute. Wir sind jetzt mittlerweile schon am Flughafen nach Köln. Wir haben jetzt eingecheckt und alles. Jetzt geht's dann gleich ab in den Flieger. Das werde ich natürlich alles für euch filmen, solange es funktioniert. Ich wollte eigentlich auch beim Einchecken filmen, aber das habe ich irgendwie verpasst, weil ich die Kamera in der Tasche hatte und so weiter. Wir haben jetzt neue Boards gekauft. Die zeige ich euch dann alle, wenn wir in Düsseldorf gelandet sind. Und ja, Leute, ich bin wirklich ziemlich aufgeregt. Jetzt geht's erstmal zur Gamescom und zu den Video Days 2015. Und ja, mein Bruder ist auch mit am Start. Und ja. Jo, Leute. So, bis später. Leute, wir sind jetzt am Flughafen angekommen. Hallihallo. Hallo. Und also in Düsseldorf. Und jetzt geht's erstmal zur Kitty. Hotel eingecheckt und so weiter. Fahren jetzt noch ein bisschen mit den Boards durch Köln. So. Und ja, wir haben auch den lieben Arschente dabei. Ich muss noch ein bisschen einüben, weil ich bin noch nicht so gut mit dem kleinen Board hier. Ich kann normal Longboard fahren, aber mit dem Board bin ich noch nicht so gut, deswegen bin ich auch nicht unbedingt schnell unterwegs. Und ja, morgen geht es auf jeden Fall zur Gamescom. Ich bin mal sehr gespannt, wie das hier werden wird. Und ja, jetzt gehen wir erstmal rüber, da zur Brücke. Und ja, dann nehme ich euch weiterhin mit. So Leute, wir sind jetzt bei Vapiano, schön was essen. Und ich habe mir einmal Spaghetti Bolognese geholt. Ihr seht, lecker, lecker essen, essen. Und eine Coca-Cola, dafür bekomme ich 10.000 Euro. Und ja, morgen geht's ab auf die Gamescom. Das ist wahrscheinlich auch schon das Letzte, was ich heute filme. Weil das Ganze kommt morgen online. Das heißt, das seht ihr wahrscheinlich an dem Tag, wo dann die Gamescom ist. Also Donnerstag. Ja, genau. Heute ist Mittwoch. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut. Haut rein. Ah, nee.
Moment, vielleicht folgt dann noch danach jetzt eine Roomtour, weil jetzt ist das immer noch ordentlich, jetzt kann ich es noch filmen. Also ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der Roomtour. Bis dann. So Leute, jetzt sind wir auch schon bei der Roomtour angelangt und zwar seht ihr hinter mir erstmal die Tür und jetzt wechseln wir gleich zur Sicht von uns. Ich muss sagen, das Zimmer ist echt riesig, denn es ist so, der liebe Nicht-Nilo und der liebe bei Marek schlafen auch hier bei uns. Also mein Bruder und ich haben das Zimmer gemietet und wir haben halt jetzt noch zwei Zustellbetten für den Nilo und so weiter und ich zeige euch das jetzt einfach mal so. Zack. Und zwar das ist erstmal hier das Bad, da ist jetzt noch mein Bruder drin, das zeige ich euch dann. Hier ist aber mich, hallo. So, dann gehen wir mal weiter. Und zwar haben wir hier so einen kleinen, naja, ich würde sagen Arbeitsbereich. Da gestelle ich mich jetzt dann gleich her und schneide für euch dieses Video. Also wenn ihr das gesehen habt, hat alles funktioniert. Hier ist noch so ein Schrank, keine Ahnung, wie man den öffnet. So, auf jeden Fall da hinten haben wir einmal ein Zustellbett und dann haben wir nochmal ein Zustellbett. Also das ist jeweils das Bett, worauf dann Nilo oder Marek oder sonst wer schlafen wird. Hier haben wir dann noch so einen kleinen Tisch, einen Stuhl und hier haben wir noch ein paar Sachen von uns. Hier haben wir einen fetten Fernseher. Hier ist noch ein Schrank. Auf dem Bett liegt mein Bruder. Hallihallo. Hallo. Hallo. Dann ist das das Bett von meinem Bruder und mir. Weil ich meine, wir sind Brüder, natürlich können wir zusammen im Bett schlafen. Dann haben wir hier noch unseren Schrank. Also insgesamt ist hier so das Zimmer und hier schlafen eben Andi und ich. So, und jetzt kann ich euch auch hoffentlich das Bad zeigen. So, Licht an. Hallo, ist jemand zu Hause? Gut. Also das Zimmer, also das Badezimmer ist nicht unbedingt das größte. Es hat dafür halt einen riesen Spiegel, wie ihr seht. Wow. Und hinter mir halt noch so eine Badewanne. Eine Dusche hat es nicht. Ich werde mich jetzt aber dann abduschen, weil wie ihr seht, ich sehe so fertig aus. Alleine dafür, dass wir heute den ganzen Tag in Köln waren, war schon ziemlich anstrengend. Und ja Leute, ich würde einfach mal sagen, wenn euch der ganze Vlog gefallen hat, dann lasst euch einfach mal ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns morgen beim zweiten Tag, wo wir dann übrigens auch auf der Gamescom sind. Und ja, was ich noch sagen wollte, wenn ihr mich seht, redet nicht immer so, ist das Bumstocky? Ja, kommt zu mir her und sprecht mich an, kein Problem. So Leute, ich würde sagen, macht's gut, haut rein und ciao.